nicht zu spät. Da kann ich das doch ruhig auch immer. Oh Mann. Für die Frau, wie sind wir denn überhaupt hochgekommen? Fässer gefunden, die waren fast abgelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Und das konnte ich mir übers Herz bringen, das wegzuschmeißen. Ich bin's. Ja, komm rein. Hey, bist du auch schon da? Ja, ich habe meine Fahrkarte verloren und musste die ganze Strecke laufen. Na klar. Komm erst mal rein. Und was gibt's bei dir so Neues? Neues. Ich habe ein neues Handy. Mhm. Aber sonst nichts los. Und bei dir? Hey, was hältst du davon, wenn wir nur den Fernsehen gucken? Fernsehen? Ja, na klar. Ja, dann machen wir an die Bude. Es ist 19.30 Uhr, meine Damen und Herren. Hier sind die Nachrichten. Heute trug sich in Dresden etwas Außergewöhnliches zu. Eine alte Frau saß auf einem Baum und kam für mehrere Stunden nicht herunter. Selbst nach Zureden der Feuerwehr weigerte sie sich, den Baum wieder zu verlassen. Ey, guck mal, dort bist du zu sehen. Echt? Krass, ist das Leute? Ja, klar, was denkst du? Wir werden die Leiter holen müssen. Sehen Sie doch, ich bin im Wald, Elfe! Komm, wir gehen die Leiter holen. Ich drücke Ihnen noch was Schönes, ja? Bleiben Sie ganz ruhig. Nee, ich bin ganz ruhig. Verschwinden Sie, gehen Sie einen Kaffee trinken. Ein weiteres Mal stellte David Garrett heute seine Sympathie unter Beweis. Nach seinem Auftritt in der Semperoper wurde er bei einem Interview von kreischenden Fans unterbrochen. Mit einem Lächeln gab er Autogramme und machte Fotos mit seinen Fans. Auf unsere Anfrage hin sagte er, dass er noch immer überrascht sei, wie sehr ihn die Leute mögen. David Garrett, wie war Ihr Konzert? Ja, in der Semperoper war wieder. Ja, das läuft ja schon wieder. Bierfreunde hatten heute einen Grund zum Feiern. Der Wirt des Kedo hat heute Bier ausgeschenkt und zwar umsonst. Wie es dazu kam, wir haben nachgefragt. Wie kommt es, dass Sie heute Bier verschenken? Ja, wissen Sie, ich hatte Inventur gehabt und da hatte ich Fässer gefunden, die waren fast abgelaufen. Mann, du läufst dort rum. Hättest du uns mal zwei Bier mitgebracht? Das konnte ich mir übers Herz bringen, das wegzuschmeißen. Und da hab ich das halt an die Leute verteilt, die hier so vorbeilaufen. Besser als in den Ausbruch. Richtig, ist so fast alles leer geworden. Boah, du bist doch dort überall gewesen, da hast du nichts gesagt. Das nächste Mal guckst du mir nicht so lange auf dein Handy. Ja, du hast ja recht. Ich mach's aus.